Hallo und grüße euch zu einem ganz, 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 ganz schnellen Quickie. Und zwar betreffend den Futtertrügen in Haag. Ja, vielleicht kann ich euch kurz etwas sagen, was ihr noch nicht wusstet. Deswegen fange ich jetzt einfach einmal an. So, das erste, was ihr mal wissen solltet, ist, dass die Tiere nicht zu den Futtertrügen hinlaufen müssen, um zu fressen. Nein, sie bleiben einfach da, wo sie sind, stehen und fassen daraus einfach ihr Fressen. Ja, was ist jetzt eigentlich die Reichweite? Die Reichweite ist 10 mal 10 mal 10. Ja, man kann sich das so vorstellen wie einen riesengroßen Würfel. Dabei spielt es auch keine Rolle, auf was für einer Höhe sich der Futterdruck befindet. Ja, er kann 5 Blocks zum Beispiel hoch sein oder 9 Blocks hoch sein. Ja. Und die Tiere können auch immer daraus fressen. Ist das Maximale. Wie gesagt, es geht in die Höhe, in die Breite und in die Tiefe. Was jetzt auch noch interessant ist, ist natürlich die Haltbarkeit. Und zwar, wenn ich jetzt wirklich sofort frisches Fleisch reinlege, dann verlängert sich das um 30 Minuten. Ja, wenn ich es jetzt wirklich sofort instant reinpacke. Ja. Ich kann da genauso das ganze gemischt reinpacken, Fleisch und Beeren. Also die Tiere nehmen sich immer das jeweilige passend heraus. Ja, mehr gibt es auch derzeit nicht zu sagen zu die Futtertrüge. Ich hoffe, dass ich vielleicht auch die ein oder andere kleine Frage beantworten konnte. Schaut euch doch auch noch mein nächstes Video an. Und zwar erläutere ich etwas das neue Update von Haag. Naja, neu unter Anführungszeichen. Naja, bis denn.